Heutzutage, wenn Terrorattentate stattfinden, hört man immer wieder, Bombenanleitungen konnten im Internet gefunden werden, Waffen sind auf Schwarzmärkten zu bekommen. Wenn wir aber über diese dritte RAF-Generation treffen, sehen wir, dass sie teilweise hochspezialisierte Waffen und Sprengstofftechnologien hatten, elektronische Fernauslösung, Panzerfäuste. Was meinen Sie, woher hatte die RAF zum Schluss dieses Know-how? Woher hatten Sie spezialisierte Waffen und woher hatten Sie auch das Wissen, Ihre Spuren offensichtlich zum Schluss so professionell zu verwischen? Also ich glaube, es gibt zwei mögliche Quellen, die hauptsächlich für die Beschaffung von Technologien und von Waffen und Sprengstoff in Frage kommen. Das eine ist der Nahe Osten. Das sind insbesondere die alten Kontakte zu palästinensischen Organisationen gewesen, insbesondere der PFLP Special Command und der Wadi Haddad, der ja 1978 in der Charité aus Berlin dann verstorben ist. Und zuvor hatten sich zahlreiche RAF-Mitglieder in Aden, im Südjemen, in einem Camp der PFLP Special Command ausbilden lassen. Und diese Kontakte konnten immer wieder neu abgerufen werden. Und ich glaube, dass das die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, weil nämlich zwei Dinge in Rechnung gestellt werden müssen. Das eine ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Technologie, die auf dem Markt oder den damaligen Märkten überhaupt nicht verfügbar war. Und das zweite ist natürlich auch, so etwas in Praxis ausprobieren zu können. Ja? Es nutzt sie ja nicht einfach, sozusagen eine Technologie mit einer Gebrauchsanweisung zu bekommen, sondern man musste die Gelegenheit haben, das auch zu erproben. Also wenn man sich versucht vorzustellen, wie es möglich gewesen ist, dass am 30. November 1989 wenige hundert Meter von der Privatwohnung Alfred Herrhausens der Wagenkonvoi Herrhausen so genau hat angegriffen werden können, dass nämlich nicht das erste oder das dritte Fahrzeug in dieser Kolonne hat sozusagen angegriffen werden können, sondern das zweite und dort nicht der Fahrer, der sozusagen der ersten Reihe der Sitze sozusagen platziert war, sondern der auf dem Rücksitz platzierte Alfred Herrhausen. Dazu brauchen Sie eine unglaublich minutiös auskalkulierte Bedienung auch einer Technologie. Das sind also zwei Dinge. Und dieses zusammen war nur möglich im Nahen Osten. Also das halte ich woanders überhaupt nicht für denkbar. Und das spricht dafür, dass damals diese Kontakte, die es damals auch tatsächlich gegeben hat, die PFLP war über erhebliche Teile von Nord-, West- und Mitteleuropa verstreut, mit Dependancen, mit Kontaktleuten und so weiter. Da ist das sozusagen eingeleitet und umgesetzt worden. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist nicht auszuschließen, dass es auch Unterstützung gegeben haben könnte aus der ehemaligen DDR durch die Staatssicherheit. Zumindest wissen wir das belegbar, dass es so etwas gegeben hat zu Beginn der 80er Jahre, als nämlich RAF-Mitglieder der zweiten Generation auf dem Gelände der Nationalen Volksarmee an Panzerfäusten ausgebildet worden sind und ähnlichem mehr. Das ist nicht ganz auszuschließen, aber es ist eher unwahrscheinlich für die dritte Generation. Ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass diese Unterstützung stattgefunden hat in zweierlei Hinsicht, durch die Technologie zur Verfügungstellung und durch die Praxis, durch das Ausprobieren und durch die Tests durch die Palästinenser.